Ja, Leute, wir sind auf dem Weg zu den neuen Planeten, also neues gut gesagt. Den alten Planeten, den Heimatplaneten. Und das letzte Mal hatten wir anscheinend einen kleinen Bug. Wer es mitbekommen hat. Deshalb hier nochmal der andere Planet. Hoffentlich haut es jetzt hin. Ja, ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass irgendwas jetzt hängt. Denn wir werden uns eine Karte craften, ne? Mit dem wir aus dem Beta-Sektor raus können, angeblich. Die war anscheinend an der Holzbank zu craften, ne? Keine Ahnung, wie die sich selber eine Flagge. Ne, Flagge sage ich schon. Yellow Dye. Achso. Ne. Sag's mir. Wie der sich. Okay. Wie der sich selber nehme. Sandstone Bricks? Ist auch neu, oder? So, jetzt nochmal. Wie der Herr sich selber eine Karte craften kann, das ist mir ein Rätsel. Aber ist mir egal. Wo konnte man die craften? Wo konnte man die craften? Wo konnte man die craften, ne? Im Schmelzofen? Muss man rein? Nein. Muss es da sein? Warum brauche ich dann einen Amboss? Um eine Karte zu craften, oder was? Stone Upgrade MK2! So. StarMap update. New Datei has been uploaded to your ship's navigation system. Select a better sector from the top of the navigator when in Samsung Galaxy View to Advance. Okay. So. Jetzt müssen wir viel weiterkommen. Wieder ins Raumschiff. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht konzentriert beim Lesen, weiß auch nicht, was drin steht. Aber ich kann mir vorstellen, was ich jetzt tun kann. Und zwar das da. Wo sind wir? Was haben wir für eins? Alpha-Sektor sind wir. Wir können jetzt in den Beta-Sektor wandern. Alpha Till Dragon. Wäre alles eine Frage der Zeit. Okay, das sind die ganzen Sternsysteme, wo wir hin könnten. Da könnten wir in den Beta-Sektor. Beta Allegedi. Und ich bin gleich wieder da, Leute. Wartet auf mich. Also, euch wird nichts anderes übrig bleiben. So, Leute, wieder zurück. Ja. Und wir wollen in den Beta-Sektor. Ob sich da was ändert, ist die andere Frage. Da fliegen wir mal. Beta Sigma. Nein. Nein, den wollen wir nicht. Halt. Oh, verdammt. E. 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 Hallo, kannst du? Jetzt. Wir wollen auf völlig andere Planeten fliegen. Was sage ich warum? Na egal. Und zwar wollen wir nach Beta-Modus 2 am Dur-Aur. Das klingt interessant. Da ist eine Sonne. Und das ist der total hässliche Planet, ne? Wir wollen eine Erde besuchen. Gibt es sowas wie eine Erde hier? Ne Erde? Gehoben bringt gar nichts, okay. Find random. Find random! Find random! Nein, den Beta-Sektor, wie gesagt. Find random! Das sieht ja mal cool aus. Beta Thea Majoris! Beta Theta Majoris! Das ist ein relativ roter Planet. Warum kommen wir nicht? Ich verstehe das nicht. Egal. Und zu diesem werden wir. Ja. Mal fliegen. Brauche ich da mehr Fuel oder was? Ja, denn 993 Fuel ist nicht genügend gegen 900, gegen 1000 Fuel. Entschuldigung, 900 wollte ich schon sagen. Okay, nochmal. Find Random und Beta-Sektor und die rote Sonne da. Was ist das für ein Planet? Da ist eine Art Erde, Arid. Könnte interessant sein. Dschungel!
jungle. Eye of the tiger. Biom, Forest, wir waren noch auf keinem Dschungelbiom. Deshalb fliegen wir dahin. Endlich einen neuen Planeten. Okay. Jod. Ah, auf dem Ofen zu sitzen, da wird einfach warm ums Herz ein. Da eine Truhe draufgelegt. Und wir werden ein Zeltlager hier aufschlagen. Nein, Schmann. Können wir nichts damit machen? Toxische Gase im Raumschiff. Holz. Halt! Nein. Auch nicht brauchbar. Petslots. Kann man hier auch Tiere züchten, oder wie? Das ist ja cool. Halt, die zweite Truhe. Genau, die tun wir so hin. So, wir sind da, wo wir wollten, glaube ich. Den Dschungelplaneten. Uga, 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 uga. So, unser Piratenfreund geht mal darauf. Was ich ein wenig schade finde, dass man nicht sowas wie ein Meerplanet oder sowas findet. Also ein Meerplanet. Wasserplanet. Wow. Wer bist denn du? Hallo? I can't tolerate militant artists. Hallo? Ich nehme mal einfach deine Speere. Einverstanden? Kann ich gar nicht nehmen. Was ist denn das für ein Scheiß? Die gehören mir aber trotzdem mir. Und das Geld könnte ich auch gebrauchen, ehrlich gesagt. Danke, 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 danke. Stört das gar nicht, dass ich die beklau. Hallo? I can't tolerate militant assistants. Ja, ich bin ja schon draußen, dumme Bitch. Okay, das ist also ein Dschungelplanet. Der andere hat mir besser gefallen, aber der war nicht ganz so blau. Aber, naja. So. Was ist unser Ziel auf diesem Planeten? Ich habe keinen Plan. Erst einmal ein paar Ressourcen sammeln. Und eine Oh, Glück gehabt. Und wo war ich? Ah. Der Doppelsprung ist gar nicht mal so schlecht. Was bist du denn? Hier, nimm die Speere. Aha. Sterbt. Ihr Entons. Enton tot. So. Gift. Stirb. Stirb. Okay. Was ist, wenn ich die Tussi töte? Wobei ich nicht gerade davon wahrscheinlich profitiere. Okay. Dann nochmal zurück zum Schiff und schauen, was wir jetzt craften können. Hey, du hast ein Loch in der Mauer. Ich kann nicht lesen. Ich kann deine Sprache nicht hören. Lesen. Rede mit mir Deutsch. Egal. Okay. Oh nee, was ist das denn? Yee! Der hat gekotzt. Gut. Dann müssen wir uns wieder was craften. Ich möchte mal wieder so eine Satellitenschüssel haben. Ich möchte ein kleines Battle mittendrin haben. Das mache ich jetzt auch mal. Mal schauen, was rauskommt. Waffen habe ich ja genug. Gib mir mal... Die habe ich jetzt nicht mehr dabei, die Klinge. Aber das müsste mit der Waffe eigentlich auch gehen. Und zwar... Tut mir leid für dein Haus erstmal. Also du wirst schon wissen, warum. Weil ich gehe mal rauf, deine Satellitenschüssel spinnt ein wenig. Ich bin mal weg. Ja. Das ist ein kleines UFO-Problem da oben. Ich hoffe, dass ich dadurch nämlich wieder so einen komischen Stein kriege. Dass ich nochmal so ein Teil bauen kann. Ich werde einfach den Boden... Boden? Oh, oh. Ich sage, du hast ein kleines UFO-Problem. Ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast. Wow. Aber das Teil ist nicht wirklich stark mehr. Halt! Die Klappe. Ein
kleines UFO-Problemchen. Wow. Okay. Okay, ich brauche erst Bandagen. Okay, das hat nicht ganz so funktioniert. Ich wollte jetzt eigentlich so eine Ausrüstung. Aber ich muss ehrlich sein, mit dem Speer zu kämpfen... einfach unmöglich. Okay, aber egal. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall das UFO bezwingen. Nochmals, dass ich so einen komischen Ausrüstungsgegenstand kriege. Und bis dahin sehen wir uns dann wieder.